So, ladies and gentlemen, Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen die Bühne mal wieder fit und in dieser Zeit stelle ich den nächsten Redner vor, den stellvertretenden Außenminister für Bildungs- und Forschungsfragen und auch Berater des Premiers. Und er ist auch Präsident des Instituts für politische und internationale Studien, IPIS. Er hat eine sehr erfolgreiche Karriere in der iranischen Diplomatie und Wissenschaft durchlaufen. Und er unterrichtet die Rolle von Humor in der iranischen Diplomatie. Dr. Mohammed Kasem Sajepour. Dr. Kasem, wie wir alle wissen, ist das Atomabkommen in einem schlechten Fahrwasser. Und Sie sind ja immer für dieses Abkommen gewesen. Aus Ihrer Sicht, wie nützlich, denken Sie, ist es, dass der Chef der islamischen revolutionären Kräfte darüber geredet hat, dass man iranische ballistische Raketen so weit entwickeln müsste, dass sie auch bis Europa reichen können. Zunächst einmal danke dafür, dass Sie mich eingeladen haben. Und aus Gründen der Analyseführung werde ich jetzt nicht gleich einsteigen zu dem, was die Vorrednerin gesagt hat. Das gibt immer irgendwo einen feinen Grad zwischen Analyse und Beschuldigung. Und wir sollten hier auf der Analyseseite bleiben. Zu Ihrer Frage. Dieser Revolutionsrat da brauchen wir auch die Abkopplung von anderen Kämpfen. Wenn Sie alles, was den Iran betrifft, auf dieses Nuklearproblem konzentrieren wollen, haben Sie einen Prozess ohne Ende. Warum reden wir nicht über die Reichweiten von diesen und jenen Raketen? Warum hat dieser Herr so ein Interview gegeben? Warum der andere nicht? Es gibt ein Abkommen. A deal is a deal. Und der ist unabhängig von anderen Faktoren. Dann sollten alle an der Umsetzung dieses Deals arbeiten. Und Iran hat da ebenfalls seine Aufgabe. Das ist natürlich auch verbunden mit dem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde. Und dann sollte man auch die diplomatischen Mittel, die Bausteine identifizieren, nach denen man das Abkommen umsetzen soll. Dazu haben wir Resolutionen des Sicherheitsrates. Und wir haben verschiedene Prozesse initiiert und genau daran, an diese Prozesse sollte man denken. Und dann muss man auch daran denken, was ist das für ein Abkommen von seiner Natur her? Da ging es nicht einfach nur um den Iran. Es ging nicht einfach nur um bilaterale oder multilaterale Beziehungen. Europa und ganz besonders Deutschland hat hier eine wichtige Rolle in diesem Prozess gespielt und das schätzen und achten wir. Es ist auch ein ganz wichtiger Schritt gewesen im Ausbau der internationalen Politik, des internationalen Systems. Und es hat die Ereignisse entscheidend beeinflusst und gewendet. Auf dieser Analyseebene sollte man bleiben, indem man sich mal irgendwie nur einfach einen Satz rausgreift aus verschiedenen Interviews. Schaut man auf die Alternativen zu diesem Nuclear Deal? Dann wäre das deutlich hilfreicher. Wenn wir uns das Thema der ballistischen Raketen ansehen, würden Sie da nicht trotzdem sagen, dass hier eine Verletzung des Buchstabens des Abkommens vorliegt? Ist das nicht eher sogar auch eine Verletzung des Geistes des Abkommens? Wissen Sie, das ist eine Frage des Narrativs und Narrativ findet man nicht einfach so auf der Straße. Wir haben ein Abkommen
Und wir haben ein Engagement, es umzusetzen. Und das ist das Wichtige. Alle anderen Aussagen hier sollte man nicht hier dagegen setzen. Warum schaut man sich nur die eine Seite an? Schauen Sie doch einmal, worüber die anderen reden. Zum Beispiel die anderen Redner jetzt gerade im eben vergangenen Panel. Ständig steht der Iran unter Druck. Seit Anfang der Revolution, nicht nur heute. Ich weiß, wir haben zu wenig Zeit, aber ich würde sagen, egal was der Iran getan hat und tut, wir müssen immer uns verteidigen. Wir haben das immer getan. Wir haben immer defensiv agiert. Hören Sie sich an, was Washington sagt. Hören Sie und lesen Sie, was da gesagt wird. Sie reden darüber, den Deal nicht zu akzeptieren. Guckt mal auf die Tiefe der Argumentation, dann sagen die sogar, sie lehnen das internationale Recht ab. Dr. Kasim, Sie haben auch über Vertrauen in der Region gesprochen, beziehungsweise darüber geredet, dass es in der Region kein Vertrauen gibt. Und wie kann man es wieder aufbauen? Da hätten wir vielleicht einen Vorschlag an Sie. Wenn der Iran nun aufhören würde, Stellvertreter zur Durchsetzung seiner regionalen Interessen nutzen würden, das wäre schon eine gute vertrauensbildende Maßnahme, auch gegenüber den anderen arabischen Staaten und dem Golfrat. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Man hat immer irgendwo eine schnelle Analyse und jeder redet von Stellvertreterkonflikten. Wie es schon eben gesagt wurde im Panel von meiner Vorrednerin, Frau Khalaf, hat jede dieser individuellen Konflikte ihre eigene Evolution. Irak ist anders als Libanon, Libanon ist anders als Jemen. Aber es wird vereinfacht. Es wird einfach alles zurückgeführt auf einen einzelnen Faktor. Ich meine, wir haben hier Situationen, wo keiner unter iranischem Kommando steht. Und wir versuchen nicht hier die militärische Situation anzuheizen. Aber es ist natürlich leicht zu sagen, es sind alle Stellvertreter des Iran. Und jeder kann leicht sagen, das ist der verlängerte Arm des Iran. Es ist die entstehende nationale Identität des Iran, die sich auch richtet gegen diese Sanktionen. Der Fall Jemens ist natürlich auch ganz anders. Und dieses Stellvertreterkonzept passt nicht immer und überall. Und es ist wirklich kein gutes Erklärungsmittel für die Realitäten. Es ist sogar eine falsche Vorstellung dazu, was wir in der breiten Region vor uns haben. Wir reden über den iranisch-saudischen Konflikt. Welcher Konflikt ist da? Unser Außenminister hat mehrfach offenkundig Angebote gemacht, auch hier im Februar diesen Jahres in Deutschland, während der Münchner Sicherheitskonferenz. Es gibt die Resolution des Sicherheitsrates, nachdem eine regionale Sicherheitskonferenz entwickelt werden soll. Und da haben wir gesagt, wir als Iran sind dafür. Und das ist immer noch nicht umgesetzt. Es tut mir leid, ich muss wieder einen iranischen Offiziellen zitieren. Zitieren Sie, ich werde reagieren. Das Zitat kennen wir alle, das versuche ich mal so zu sagen. Der Iran ist der große Akteur. Sie sagen, na ja, diese ganze Stellvertreterargumentation ist zu simplistisch. Was aber kann der Iran tun, um die Angst der Golfstaaten auszuräumen? Vertrauensbildende Maßnahmen, sobald wir sie anbieten, aber das haben wir nachweislich getan, rechtlich getan, öffentlich erklärt und immer dann sagt man auch nein. Ich denke, wir müssen auf die Grundprobleme zu sprechen kommen und das Grundproblem ist wesentlich größer als das, was bisher benannt wurde.
Anderen die Schuld zuzuweisen, das hilft nicht. Es ist immer am leichtesten, einen Sündenbock zu finden, aber man muss analysieren, was ist passiert. Der Iran ist das einzige Land, das nicht abhängig ist von den Vereinigten Staaten. Es schützt sich selbst, hat seine eigene Sicherheit, hat eine Revolution durchlaufen, um sich selbst zu verteidigen und produziert nicht nur seine eigene Sicherheit. Alle iranische Politik ist Innenpolitik. Die ändert sich nicht durch Erklärungen in Washington, Berlin oder London. Unsere Politik ist eine eigenständige Politik. Und wir gucken nicht ständig darauf, wer hat was gesagt und da wenden wir unser Mäntelchen nach dem Winde. Es ist natürlich nicht so eine Politik, wie Trump es sagt. Wir sind unabhängig. Das Problem ist nur, und hier gebe ich keine Namen, das Problem bei den anderen ist, dass sie psychologisch gar nicht mal darüber nachdenken können, über eine eigenständige Politik. Warum hassen sie Omar? Er hat gesagt, steht auf und seid ihr selbst. Ich will hier niemanden verteidigen. Ich will damit nur sagen, wissen Sie, die Psychologie der Abhängigkeit, des sich auf andere Verlassens, alles gleichzusetzen mit dem Iran, ohne dass man mal darüber nachdenkt, was habe ich denn selber gemacht? Und wenn man sogar das Volk und seine eigenen Ressourcen nicht in Betracht zieht, das ist doch falsch. Schauen Sie sich an, was der Jemenkrieg gebracht hat. Der Krieg hat angefangen, wurde begonnen durch eine falsche Annahme. Und zwar, dass man in weniger oder mehr als einem Monat sich zum Held stilisieren kann. Und dadurch hat man menschliche Tragödien geschaffen. Und dann redet man andauernd über den Iran und die Unterstützung der Houthis etc. pp. Das ist ein Konflikt, der auf persönlichen Misskalkül beruht, aus innenpolitischen Gründen heraus. Und das sind doch die Probleme. Alle Probleme beginnen mit einer schlechten Analyse. Ja, das stimmt. Und dann wollen wir mit guten Analysen folgen. Also, das erste Frage darf meine Kollegin stellen, weil meine Frage wurde nicht akzeptiert. Also, das ist die iranische Position. Okay, also Fragen. Wer möchte die erste Frage stellen? Keine Freiwilligen. Abdusamad, also für Sie. Also, mein lieber Sajapur, also wir haben denselben Punkt immer wieder. Also diese Anschuldigungen. Jemen, was war eine Anschuldigung? Es war eine Deklaration ihrerseits. Syrien war keine Anschuldigung. Sie haben also in Kuwait sich engagiert. Das ist keine Anschuldigung. Es ist also bewiesen, wenn wir das nicht auf den Tisch legen. Also wir als die GCC, weil wir den Nuklearpakt anschauen, ja, das ist ein guter Pakt, aber Iran hat das nicht als guten Deal entsprechend benutzt. Aber sie haben es eingesetzt, um mehr Penetration herbeizuführen und Expansion in der Region herbeizuführen. Und wir haben die schwachen Nachbarn ausgenutzt, um uns weiter auszubreiten als Iran. Also, wenn Sie hier den Disput regeln wollen, dann als VAE, wir haben da also einen Export, einen Handel zwischen den beiden Ländern. Wir haben 70.000 Iraner in unserem Land. Also, das Problem ist doch, auch die Hegemoniebestrebung Ihrer Seite, nicht von unserer Seite. Ich glaube, den Punkt haben wir verstanden. Kann ich das beantworten? Ja, kurz. Also, ich werde es unabhängig beantworten und dann nehmen wir doch die anderen Fragen. Also, erst einmal sind wir stolz auf Hisbollah. Hisbollah ist die einzige Kraft gewesen, die die Okkupation bekämpft haben. Und nicht nur die Iraner sind stolz auf Hisbollah. Jeder, der sich gegen die Okkupation stellt, sollte stolz sein. Also, Hisbollah hat auch gekämpft gegen extreme Fundamentalisten, gegen die Killer.
Sie haben ja gesehen, was sie getan haben als IS, und Hisbollah hat die bekämpft. Und natürlich sind einige Elemente in der Region, haben IS unterstützt. Gut. Also die Frage lautet doch, es ist natürlich Vereinfachung zu sagen, dieses Konzept der Hegemonie. Nein, es ist nicht Hegemonie. Und, aber meine Frage, und ich möchte jetzt nicht in eine Polemik hier einsteigen, aber warum hat die VAE, hat sie Angst vor den muslimischen Bruderschaft? Warum ist die VAE, oder warum haben Sie die Koalition unterstützt, und warum hat die VAE militärische Basen, die sie bauen? Und warum sind sie in Ruanda, in Afrika, wo sie die militärischen Installationen vorantreiben? Das ist doch weiter als eine Kapazität eines Staates der VAE. Und wir wissen, was geschieht. Und wir wissen, Mohammed Ben Said und Ben Salman und all das, was in Katar da, Katar, sie haben doch ihre Nachbarn blockiert. Und zwar von drei Ecken, und nur ein Raum, der Iran war, und die haben also den Himmel geöffnet und die Grenzen geöffnet. Und so, wollen sie ihre Brüder umbringen? Ich bin, ich möchte nicht Katar verteidigen oder die muslimische Bruderschaft. In diese Polemik möchte ich gar nicht einsteigen. Aber was ich sage ist, dass sie haben sich auch nicht unbedingt da unschuldig begeben. Und was Iran getan hat, also wenn Iran und Erbil war entsprechend da auch mit involviert. Und natürlich tun wir das, weil wir unsere Interessen haben, die wir verfolgen. Also vielen Dank. Also leider haben wir nur noch Zeit für eine weitere Frage, eine Dame da hinten. Also ich würde gerne fragen, was ist Ihr Rat an Berlin, um also die Tragödie zu lösen, also die wir in Jemen sehen, auf einer massiven Ebene. Ich möchte Sie fragen, es ist unglaublich, es gibt Millionen von Leuten, die da sterben. Also muss es eine Lösung geben. Also sagen Sie was von Ihrem Standpunkt aus, was, was getan werden kann. Also erst einmal vielen Dank für die Frage. Das ist eine sehr gute Frage, und es ist die humanitäre Frage. Und erst einmal ist die, der Rat, also die Krise ernst zu nehmen. Jemen sollte nicht auf der Peripherie unserer Überlegung sein. Also Menschen werden dort umgebracht. Und Professor Rani hat schon gesagt, der zweite Rat ist, schauen Sie sich die Wurzel des Krieges an. Und die Wurzel des Krieges ist doch ganz einfach. Und wenn und diese Wurzeln und Gründe können doch entsprechend bekämpft werden. Und üben Sie Druck aus auf die Verbündeten. Also seien Sie doch nicht ängstlich, Ihre Verbündete unter Druck zu setzen. Das funktioniert. Also wenn Sie die unter Druck setzen, die Verbündeten, dass Sie also diese unschuldigen Menschen nicht bombardieren, dann glaube ich, funktioniert das. Und dieser Druck, und es sollte da einen Motor geben, global, für diesen Druck. Und Deutschland ist vielleicht solch ein Motor. Und Sie können auch sich andere regionale Dimensionen anschauen, aber ich möchte diese Antwort beenden damit, dass ich sage, zumindest Deutschland und Europa können eine Deeskalierung herbeiführen. Die Deeskalierung, und dann, wenn Sie noch nicht mal das Problem lösen, aber wenigstens können Sie das deeskalieren. Nehmen Sie diese Situation ernst, und dann ist es möglich. Vielen Dank, Dr. Kasem. Also die letzte Frage für Sie, und wenn Sie für einen Tag Berater sind, für Mohammed Ben Salman, was ist der Rat, den Sie geben würden? Nehmen Sie politische Wissenschaft 101. Okay, vielen Dank. Das war nicht ganz ein Beispiel, miteinander zu sprechen, aber es war fast so. Vielen Dank an Sie, an beide.